Die Anonymität der Großstadt. Hier denkt jeder nur an sich, sollte man denken. Aber weit gefehlt. Vor allem, wenn die Kleinen Hilfe brauchen, zeigen die meisten Großen ein großes Herz. Entschuldigung, Entschuldigung. Können Sie mal bitte da an der Klingel ganz oben klingeln? Da, wo Bürger stehen. Genau. Kommen Sie hier ran? Ja, ganz da oben. So, was ist denn da oben, wenn ich hier überhaupt? Ja, ja. Da. Da ist so. Da wohnt Berger. Genau. Sei ja. Hallo! Hab ich dich endlich. Den ganzen Tag nervst du mich schon. Du klingelst die ganze Zeit schon hier. Das gibt's ja gar nicht. Die haben mich jetzt gesagt, ich soll dir dort klingeln. Wer hat dich gesagt? Die Kinder zu mir. Welche Kinder? Ich sehe keine Kinder. Die sind eben weggerannt zum Donnerwetter. Was denn für Kinder? Die ganze Zeit geht das schon so, dass hier an der Tür geklingelt wird. Das ist ja unglaublich, das sag mal. Das weiß ich doch nicht. Hast du nichts anderes zu tun, oder was? Halt die Klappe. Jetzt sag mir erst mal deinen Namen. Ich will wissen, wie du heißt. Du kriegst eine Anzeige. Husten? Ich bin nicht krank. Bleib stehen. Entschuldigung, könnt ihr mal bitte an das Fenster klopfen? Könnt ihr mal bitte an das Fenster mal klopfen? Da wohnt nämlich unsere Mama. Ja, da wohnt die Pflanzen unsere Mama stehen. Die Klingel ist kaputt und die Tür ist verschlossen. Und die Klingel ist kaputt. Wir kommen da nicht ran. Was ist das denn? Hallo? Herr Sebastian, Sie haben meine Scheibe kaputt gemacht. Ja, die haben zu mir gesagt, ich soll klopfen, weil sie die Mutter wären. Und weil die haben gesagt, die Klingel ist kaputt. Die sind jetzt dahinter verschwunden. Wer hat die? Von wem reden Sie? Von den kleinen Kindern, die hier gerade eben waren. Das sind doch keine kleinen Kinder. Natürlich. Und ich habe auch keine Kinder. Ja, von mir aus haben sie zu mir gesagt. Aber was seid denn ihr für Halbstarke? Was soll denn das? Warum labern Sie mich jetzt hier zu? Das waren die Larven, die da waren. Wie, ich arbeite Sie zu? Können Sie uns mal zuhören? Sie verstehen das nicht. Das waren kleine Kinder, die haben gesagt, sie sind die Mutter. Wir sollen mal klopfen, weil den Schlüssel verloren haben oder sowas. Die Klingel geht nicht. Das ist doch eine Geschichte, die kannst du deiner Oma erzählen, aber nicht mir. Ja, glauben. Und wer hat hier geklopft? Wer hat hier geklopft? Ich. Ja, und dabei ist meine ganze Scheibe kaputt gegangen. Da kann ich nichts dafür. Ich wusste, woher soll ich das wissen, dass die Scheibe da rausfliegen? Welche Kinder? Die da abgehauen sind, die da sitzen. Sag mal, spinnst du? Sie spinnen. Was soll denn das? Ich? Hier raus und gucken Sie dort nach. Das lasse ich mir von dir doch nicht sagen. Das lasse ich mir auch nicht von Ihnen sagen. Sie, ich lasse mich doch einfach hier nicht beleidigen, weil ich im Fenster sitze. Halt, du hast mein Fenster kaputt gemacht. Scheibe kaputt gemacht. Die haben gesagt, ich soll dran klopfen. Wer? Die Kinder da. Wer? Die Kinder, die zwei Kinder, die sind da gerade hinten lang. Welche zwei Kinder? Ich sehe keine Kinder. Na gut, wenn Erklärungen hier keinen Sinn machen, kann man sein Heil auch direkt in der Flucht suchen. Wie gesagt, auch in der anonymen Großstadt nimmt der Mensch bereitwillig Verantwortung auf sich. Auf geht's zum Sport. Stellen Sie sich hier den Stöcken entlang, nebeneinander bitte. Der Trainer heute, Simon Piero, und der fängt ganz behutsam an. Wir machen jetzt ein kleines Dehnprogramm. Nehmen Sie den Stab bitte hinter den Nacken. Ja, das? Genau, genau. Gut. Und Sie kennen das? Also das ist... Das kennen Sie. Das ist der Einstieg. Ich möchte nur, dass Sie das mitmachen, dass Sie sich nachher nicht überdehnen. Hervorragend. Jetzt kommen wir zu etwas Schwierigerem. Wir nehmen die beiden Stöcke. Sie müssen nicht in die Schlaufen gehen. Und wir nennen das die Skisprungübung. Bitte beide Stöcke nach vorne. Und eins und zwei und drei Stück für Stück nach vorne bewegen. Eins, zwei, drei und immer weiter bitte, immer weiter. Das ganze Gewicht auf den Stöcken, die sollten senkrecht stehen. Und Sie merken es jetzt in den Oberarmen. Ja, spüren Sie schon, wie man anfängt zu zittern? Gut, den linken zur Seite weg. Und zurück. Und den anderen. Jawohl. Und den linken. Und beide bitte. Genau, dann gehen Sie wieder in Position. Das gibt's doch nicht, das ist ja der Wahnsinn. Ja, unmöglich. Wie machen Sie das? Das gibt's doch gar nicht. Darf ich Ihnen was verraten? Wegen mir hat es mit Hanna Wald mit dem Skispringen aufgehört.
Und einen weg. Und bitte beide weg. Ach, das habe ich jetzt nicht gekonnt. So, wir erschweren das Ganze noch ein wenig. Die Hände bitte zur Seite ausstrecken. Und nach vorne. Und leichte Flugbewegungen. Jawohl. Stehen nach Sie stabil? Vorne. Und lehnen Sie sich? Vorne halten. Wahnsinn! Ich staune. Also das ist echt gut. Wie machen Sie das? Gar nicht so einfach, oder? Ich bin mal gespannt, wie Sie meine nächsten Kandidaten beim Golfspielen anstellen. Das kommt ganz darauf an, was der Zauberer von Ihnen verlangt. Vielleicht Abschlag von der Normalschanze? Willkommen zum kleinen Golf-Schnupperkurs. Ich bin Ihr Golflehrer, Golfprofi, sozusagen der ostfriesische Bernhard Lange. Aber keine Sorge, ich zeige Ihnen jetzt eine neue Technik. Eine ganz neue Technik, mit der können Sie so weit schlagen, bis zum Horizont und weiter, haben Sie noch nicht gesehen. Darf ich es Ihnen zeigen? Der Ball wird weiter vorgelegt als beim normalen Abschlag, so etwa. Und ich zeige Ihnen das mal in Zeitlupe, also schauen Sie bitte genau zu. Gut. Und... Das sollte als Anschauungsunterricht eigentlich reichen. So könnte es aussehen von der reinen Technik her. Das heißt, Sie lehnen sich extrem weit nach vorne und machen dann den Schlag. Ja. Hoch ein Stück. Okay, es bleibt mir viel übrig vom Rasen. So wird das natürlich nichts. Die Hüfte ist noch deutlich eingeknickt. Der Trainer findet entsprechend deutliche Worte. Lassen wir uns ehrlich miteinander sein. Ja. Haben Sie so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Okay, in Zeitlupe. Wahnsinn, das ist ja wie ein Varieté. Schon Drachen ist hier drin. So kann das aussehen. Also, das kann ich nur bei Ihnen ankommen. Gigantisch. Das ist klasse. Das hat schon gelohnt. Darf ich Ihnen noch was verraten? Ja. Wissen Sie, wo Sie heute sind? Nicht nur auf dem Golfplatz, sondern ich sage, willkommen in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß? Schau, da ist unsere Kamera. Umzug in einem Münchner Vorort. Wo so ein Möbelwagen steht, da kommt keiner mehr vorbei. Also heißt es warten, warten, warten. Alles eine Sache der Geduld. Neuerdings aber auch eine Sache des Portemonnaies, wie diese Politesse unter Beweis stellen wird. Schönen guten Tag, Sie stehen hier unsachgemäß. Dürfte ich Ihre Papiere haben? Ich stehe, ich möchte weiter vorne. Ich stehe doch nicht da. Ich möchte da weiterfahren. Ja, Sie fahren ja nicht. Sie stehen. Darf ich mit Ihrem Papier haben? Ich habe jetzt den Motor ausgeschaltet, weil ich schon 10 Minuten da stehe. Ist das ein Möbelwagen da vorne oder was? Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber Sie behindern ja den weiterfließenden Verkehr, indem Sie die anderen Autos behindern. Ja, nein, also ich will doch weiterfahren. Ich sehe doch, dass da wovon was los ist. Ich stehe doch jetzt vielleicht 5 oder 10 Minuten schon. Jetzt habe ich einen Motor abgeschaltet, weil ich die Luft nicht verpesten will. Ja, und dann können Sie mir doch jetzt nicht. Ich will doch da weiterfahren. Ich muss ja zum Berlacher Forst, ich muss ja zum Forsthaus. Das ist wunderbar. Ich muss Ihnen aber leider eine Verwarnung aussprechen. Von jetzt 10 Minuten stehen Sie schon hier. Dann sind wir jetzt bei 90 Euro. Nee. Das haben Sie gerade selber gesagt. Ja, ungefähr. Ungefähr ist Fakt. Da muss ich Ihnen eine Verwarnung von 90 Euro aussprechen. Ja, wieso denn? Weil Sie den weiterfließenden Verkehr behindern. Ja, es stehen doch hinter mir mehrere. Da müssen Sie ja jetzt alle aufstehen. Kriegen die auch. Schönen guten Tag. Machen Sie mal Ihren Wagen aus, bitte. Ja. Sie stehen unsachgemäß hier auf der Straße. Sie blockieren den weiteren Verkehr.
Das geht nicht. Dürfte ich mal Ihre Papiere haben? Ich meine, das gibt's doch nicht. Ich meine, ich stehe nur richtig im Kopf, oder? Ich parke hier, weil da vorne ein Lastwagen steht. Sie stehen unsachgemäß hier auf der Straße. Das heißt, hier ist absolutes Halteparkverbot und Sie stehen hier fest auf der Straße und Sie fahren nicht. Fahrerflucht. Jetzt wird es richtig happig. Da vorne steht ein Lastwagen und man kann nicht weiterfahren. Und die Dame sagt, ich parke hier. Ich meine, das ist doch Irrsinn. Ich muss Ihnen ein Verwarngeld von 90 Euro aussprechen. Ist so. Will ich Ihnen auch aussprechen, werde ich auch dem weiterfahrenden Herrn aussprechen. Ich bitte Sie, haben Sie einen Verstand? Da steht ein Lastwagen. Sehen Sie den? Sehen Sie den Lastwagen, dass der da steht? Dass wir da nicht vorbeifahren. Ich will in den Wald fahren und spazieren gehen. Sie fahren nicht, Sie stehen. Ich muss Ihnen Verwarngeld von 90 Euro aussprechen. Ich bitte Sie, ich komme in die Psychiatrie. So was gibt's doch überhaupt nicht. Ich park doch nicht. Ich muss doch halten, weil die vor mir weiterfahren. Ich möchte, hier ist doch hier eine Straße. Ich will doch hier fahren. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Welches Schild? Absolutes Halte- und Parkverbot. Nein. Ich zeig Ihnen das Schild mal. Der Mann in Uniform leistet Amtshilfe und sorgt für klare Verhältnisse im Schilderwald. Der Autofahrer zeigt sich weiter uneinsichtig und bekommt prompt die ganze Härte des Gesetzes zu spüren. Das ist gut. Das ist doch nicht zu fassen. Ja, wir sind jetzt bei 95 Euro. Nee, ich zahle nichts. Mich interessiert die Sonnenbrille zum Beispiel. Ja, da können wir ja vielleicht zusammenkommen. Da können wir vielleicht sagen, für die Sonnenbrille ziehen wir einfach 20 Euro ab. Dürfen wir die kurz haben? Hat die Dioptrien? Nee. Aber die steht immer gut. 12 Euro. Ach, kommen Sie, hören Sie doch bitte auf. So, da kommen noch 100 Euro drauf. Da sind wir bei 190 Euro. Na, jetzt warten Sie mal. Das gibt's doch nicht. Sehen Sie das Schild dort? Wo ist das Schild? Jetzt hat das Schild hingeschrieben. Und was heißt Sie das? Bitte? Müssen wir mal so viel machen. Alter! Da lachen Sie, wenn Sie das absolute Halteverbot sehen. Für mich ist das alles nicht normal und ich muss aber fahren. Ich muss fahren. Sie stehen ja. Ich muss so, ja fahren. Jetzt gucken wir hören mal. Sie mal. Ja, sehen Sie mal. Ja. Ach so. Gut gemacht. Herzlich willkommen. Der Fußballpräsident von Paraguay weilt in München und erwartet prominenten Besuch. Lothar Matthäus, Meister der genialen Pässe und des gesprochenen Wortes. Lothar wird heute eine sehr seltene Ehrung erhalten und ein paar sehr interne Informationen. Bitte schön. Morning, buenos días. Buenos días, guten Morgen. Das ist Herr Matthäus. Harrison. Für mich ist es eine große Ehre. Präsident der Association Paraguay de Football. Danke für die Einladung. Nehmen Sie Platz. Okay. Es ist schön, dass es geklappt hat, kurzfristig. Ich bin auch in München und ich habe immer ein bisschen Zeit. Morgens, abends. Wie macht man das? Oder immer frisch so aus? Ja, nein, heute Morgen nicht so frisch. Nein, ich bin sehr viel unterwegs. Ich brauche das auch. Das ist eigentlich so mein Leben, viel zu reisen. Aber Sie können sich vorstellen, wie populär sind Sie in meiner Heimat Paraguay. Sie sind bei uns kommt zum Beispiel das Wort Pelé, Maradona und dann sofort kommt schon Lothar Matthäus. Das ist schön für mich zu hören und ich bin ja auch, wie gesagt, ich war sogar einmal in Paraguay. Señor Matthäus, deswegen möchten wir gerne etwas Ihnen zukommen lassen. Das ist eine Urkunde. Señor Consul, por favor. Consul, por favor. Por favor. Por señor Matthäus. Das ist nur eine besondere von der Liga Paraguaya de Fútbol para señor Lothar Matthäus. Für Ihre große Leistung. Ja, für die große Leistung. Ich spreche Italienisch, ich kann ein bisschen verstehen. Können Sie das verstehen? Ja. Und dann möchte ich gerne, Herr Consul, eine Foto, por favor. Sí, dürfen wir eine Foto machen? Dürfen wir das? Von unserer Botschaft. Uno para los periódicos. Ahí está, perfectamente. Muchas gracias. Dankeschön. 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 Ja, comprende? Und haben wir auch dazu ein Geschenk, das Sie die Zeit sich genommen haben. Und das ist original von Paraguay, yes. Das ist eine Tradition, Señor Consul. Und das, bitte, das ist für Sie, das ist als absolut Glücksbringer. Es ist für Sie das.
Das ist Erde aus Paraguay? Nein, das ist von der Indianer Fass. Das ist eine, sozusagen eine volle Hand Mist von den Wasserwürfeln. Von den, ja, Buffalo. Wie sagt man Buffalo? Wasserbüffel. Ja. Wasserbüffel. Und das gilt als absolut Glücksbringer. Sogar unsere Fußballer, die tragen alles in die Schuhe. Sie sollen sehr viel mitbringen nach Deutschland. Ja. Nehmen Sie das als Ehre. Und wir trinken das zusammen mit dem Tee. Das ist unser Nationaltee. Das trinken wir jeden Morgen. Das ist sozusagen als Freundschaft. Und trinken wir zusammen. Das ist eine Tradition. Aber ein Geschmack, der neu ist für mich. Bei dem Geschmack steht aber jede Freundschaft auf dem Prüfstand. Aber keine Angst, das ist schon getrocknet. Keine Angst. Bitte, nehmen Sie das als Ehre. Jetzt, Herr Matthäus, wir haben jetzt leider ein Thema. Das ist eigentlich unser heutiges Gespräch, wollten wir gerne Sie eigentlich, ist nicht so angenehm für uns, was passiert ist, aber wir müssen gerne wissen, ob Sie uns vielleicht helfen können. Wir brauchen ein bisschen um Ihren Rat, weil in unserer Heimat ist leider eine heikle Geschichte passiert. Und das kann leider ein bisschen schlechte Konsequenzen haben für uns. Und deswegen ist für uns jetzt sehr wichtig. Sie sind für unsere Augen eine vertrauenswürdige Person. Ich bin eine ehrliche Person. Herr Matthäus, können wir Ihnen aber vertrauen? Absolut. Wunderbar. Letzte Woche hat es in Paraguay Ermittlungen gegeben, dass ein Skandal für uns in dem Sport. Es handelt sich, dass soll eine von den Spielern von unserer Mannschaft früher eine Frau gewesen und jetzt ist ein Mann. Wie sagt man diese Operation wechseln? Haben Sie richtig? Sie haben richtig verstanden. Ich höre das erste Mal. Sie wissen nicht, was Sie. Haben Sie die Bilder? Haben Sie die Fotos? Sie sehen das. Bitte zeigen Sie die Fotos. Das ist für uns wirklich eine schlechte Situation. Das ist Ángel María Ortiz. Kennen Sie ihn? Als Mann? Ich kenne ihn nicht, nein. Und das ist, sie als Frau war. Früher war. Problem ist, dass Ángel María Ortiz hat gespielt für die Frauen und auch als Mann gespielt bei der WM-Qualifikation. Das ist eine große Katastrophe. So was ist nicht erlaubt. Stellen Sie sich vor, die anderen Spieler, die haben nicht gemerkt, noch nicht mal unter der Dusche, dass er früher gewesen ist eine Frau. Was können wir machen, Herr Matthäus, so in so einer Situation? Das ist so eine Situation, dass was können wir machen? Ja, das müssen Sie intern lösen. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Stellen Sie sich mal vor, dass auf einmal wegen diesem Skandal jetzt, dass Sie uns sagen, jetzt Paraguay kommt nicht und kommt Uruguay zum Beispiel. Das glaube ich ganz sicher nicht. Es ist eine, aber wenn es für Sie ein Problem ist, dann muss man das intern lösen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Problem ist, dass Sie ausschließt von der Weltmeisterschaft. Auf keinen Fall. Sie sagen, es ist kein Problem? Großes Problem! Was würden Sie sagen, wenn Oliver Kahn gespielt hätte früher in der Damen-Nationalmannschaft als Frau? Ich habe da keine Probleme damit. Das ist eine Erleichterung. Wenn ich das höre, ist. Weil hier sagt mir nicht irgendjemand, sondern Señor Lothar Matthäus. Das ist die Suite des Präsidenten des paraguayanischen Fußballverbandes. Und da erfährt der Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft Lothar Matthäus eben, dass ein Mann mitspielt, der mal eine Frau war. Und er darf nichts verraten. Da bin ich jetzt gespannt. Jetzt will ich es genau wissen. Lothar, der Schweigsame, kann er wirklich dicht halten? Herr Matthäus, danke, dass Sie die Zeit sich genommen haben, zu kommen. Aber Sie müssen einmal mir versprochen, dass alle diese Gespräche bitte ganz geheim bleiben unter diesen vier Räumen. Ciao. Hasta la próxima. Sportreporter Waldemar Hartmann wird sich an dem Ehrenspielführer bestimmt die Zähne ausbeißen. Lothar Matthäus war schon immer dafür bekannt, dass er jedes Wort mit Bedacht wählt. Hey Lothar, hast Zeit für ein Interview?
Lothar viel beschäftigt und jetzt treffen wir uns hier im Hotel Bayerischer Hof in München mit einem Diplom des paraguayischen Fußballverbandes. Für welches Verdienst gab es das? Ja, anscheinend für großartige Leistungen in der Vergangenheit. Er hat mir erzählt, dass das nur zwei Spieler vor mir bekommen haben und dass ich in Paraguay einen guten Ruf habe. Wer sind die zwei? Pele Maradona. Und weil der Franz aber sauer sei, oder? Das habe ich denen auch gesagt. Ich habe gesagt, die müssen den Franz auch so ein Diplom geben. Gibt es denn was Neues aus der paraguayischen Mannschaft? Weil wir haben ja gehört, hier gibt es ein Gerücht, da spielt einer oder eine mit, die darf gar nicht oder soll gar nicht mitspielen. Ist da was dran? Ich habe ja gerade gesagt, dass ihr wisst ja wahrscheinlich, dass da drin der Präsident des paraguayischen Fußballverbands war und was da genau los ist, das bleibt in den vier Räumen. Also du hältst dich an das Vertrauensangebot, du sagst nichts, was da drin war? Ich glaube, das muss man auch nicht der Öffentlichkeit breitreden. Kann ich dir die zwei Autogrammfotos hier zeigen? Sagen die dir was? Du wirst ja wahrscheinlich, was da drin besprochen worden ist. Und ich denke, du verstehst auch Spaß, oder? Jetzt haben wir schon so was Ähnliches gedacht, ja. Das war in Ordnung, ja. Okay, immer noch der Alte, ich danke dir. Was ja immer wieder fasziniert am Karaoke, ist dieser Blick, der tief nach innen geht. Und der unbedingte Wille, bis zum Äußersten zu gehen. Te amo, das heißt, ich lieb dich so. Was ist geblieben von deinem Ich lieben von 100 Mal? Mal ti amo, sagst du das nur so, weil du dazu gehörst. Worte sind billig, manchmal so billig, mach Rätsel zu selber. Alles, was das muss, hast das auch. Sinnliche Spiele und falsche Gefühle. Und nun willst du euer Sulfiden. Will du dich nicht mehr halbinden? Stell dir das gepackt an, kaufen, was gewesen ist, ist gewesen, dass die Havo, dein schönes die Havo. Musik für Sommertage. Mehr kam nicht in Frage. Und ich hab geglaubt, dass mit uns geht so weiter. Jetzt bin ich leider gescheitert, aber ich kann nicht bestreiten. Das ist schon wahr, das ist schön wahr, dort hin, da und da weiß. Selbst gewählt, wenn dich hier nichts mehr hält. Ich werde leben, auch ohne dich leben, nun werden die Tage für mich so noch so schwer sein, werden die Nächte auch leer sein. Irgendwann werde ich dich vergessen. Scheiße. Gewesen ist, gewesen ist dein Die. Amo, dein schönes Die. Amo, mach du mir bleibt Musik für Sommertage mit deinem. Das mit uns geht so weiter. Jetzt bin ich leider gescheitert. Aber ich kann nicht bestreiten, dass es schön war. Oh, so schön war. Dir!